allora ti mettei comunque a loghi, Italia Sugar Zero, Juliet India United, 5 nave. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es wieder um einen neuen Empfänger zum selber basteln. Ja, wie ihr hier schon seht an diesem Platinendesign, könnt ihr euch wieder schon vorstellen, von wem der kommt. Der kommt wieder vom Klaus. Da habe ich euch ja schon mal den Wetterfax-Empfänger vorgestellt. Und auch den RTTY-Empfänger von ihm zum selber bauen. Und ja, jetzt bietet er oder hat dieses hier gebaut, den sogenannten Uni-RX. Ihr seht ja, er ist wieder ausgestattet, wie auch der Wetterfax-Empfänger mit dem Taktgeber SI5351. Hat ein ESP32 hier unten dran verbaut. Und ja, hat auch einen Frequenzspeicher. Den kann man auch hier dann durchschalten. Also die durchschaltbaren Frequenzspeicher, die kann man da drauf programmieren, wie man das möchte. Ihr seht, dann schaltet er direkt auf die Frequenz um, wo man haben möchte. Das sind jetzt, ich halte mal die Taste gedrückt, das geht nämlich auch. Das sind 14 Speicher. Und dann schaltet er wieder um auf normal VFO und dann könnt ihr das verstellen. Dann gibt es hier noch diese zwei Tasten. Das ist für die Steps. Ja, die gehen bis 1 MHz. Da kann man natürlich schnell durch das Band scrollen sozusagen. Schnell durch das Band kurbeln. Ist für Langwelle und Kurzwelle gedacht. Und dann kann man hier wieder die Steps niedriger machen. Jetzt mache ich 1 Kilohertz. Dann hier die 100 Hertz bis 10 Hertz. Also von 10 Hertz auf 1 Megahertz Steps kann man hier bei dem Gerät einstellen. Ist ein Empfänger nach dem Direktmischprinzip. Es gibt so ein paar Nachteile. Die hat auch der Klaus mir gesagt, die soll ich tatsächlich mitteilen. Dass da ja keine falschen Erwartungen gesetzt wird für jemanden, der dieses Gerät nachbauen möchte. Ja, bei sehr kräftigen Signalen kommt es oftmals zu Verzerrungen. Das kennt man von solchen direkten Mischprinzipien. Das hatte ich auch schon einige Male bei anderen Empfängern. Die kann man aber in den meisten Fällen durch die Verstimmung des Vorkreises weg vom Maximalpunkt entgehen, sage ich mal, diese Verzerrung, ne, wenn man den Vorkreis dementsprechend verstimmt. Er hat hier einen Abstimmknopf, einen Treco, ja, und damit kann man das wunderbar auch abstimmen. Lautstärkeregler ist hier, Frequenzregler ist da, Speichertaste ist hier, wenn man diesen Frequenzregler drückt. Da muss man noch mal kurz den Strom rausziehen, reinstecken und dann startet das Gerät auf der jeweiligen Frequenz, wo man hier vorher abgespeichert hat. Ja, eine ganz feine Sache. Die Software und alles stellt der Klaus natürlich wieder zur Verfügung. Ein Bauplan, Bauteile, wird alles wieder auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt, so dass ihr das komplett nachbauen könnt.
Ich habe jetzt hier, ich ziehe das mal raus, ich habe da jetzt einfach mal einen kleinen Lautsprecher eingestöpselt. Das wäre auch ja, möglich, sage ich mal. Hier wäre eigentlich noch genug Platz dazwischen, einen kleinen Lautsprecher einzubauen. Dann hätte der einen eingebauten Lautsprecher, eine kleine passt da. Dann geht das hier, ist eine DC-Buchse, geht hier mit, in meinem Fall 12 Volt. Ja. Das VFO-System ist von ihm hier und das hat der Klaus hier insgesamt im Grunde entwickelt, gebaut, beziehungsweise den Bauplan zur Verfügung gestellt. Ja, wie gesagt, es ist ein Do-it-yourself, ein Do-it-yourself-Empfänger. Das bedeutet natürlich nicht, dass man den fertig bekommt. Also das könnt ihr eigentlich ja komplett abhaken, den irgendwo fertig zu kaufen. Den müsst ihr euch selber zusammenbauen. Da kommt ihr nicht drum rum. Die Bauteile haben jetzt gekostet mich so circa 65 Euro. Ja, 65 Euro mit allen Bauteilen. Die Platinen, die gibt es auch. Da ist auch ein Link beim Klaus in der Homepage. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Und ja, da kriegt ihr das alles. Ne? Er ist euch auch sicher behilflich bei den Bauteilen. Falls euch was fehlt oder es hat ja bei so Kleinigkeiten ist er euch da sicherlich behilflich. Ja, da könnt ihr ihn durchaus um Rat fragen, ne? Wenn ihr irgendwas mal nicht bekommen solltet, vielleicht hat er ja noch was. Aber wie gesagt, da müsst ihr ihn selber fragen per E-Mail. Aber ansonsten ist das ein Top-Empfänger, finde ich. Wie gesagt, gedacht ist er für CW, SSB, RTTY und Wetterfax. AM-Sender gehen aufgrund des Direktmischerprinzips nur bedingt. Sie gehen zwar einigermaßen. Ich klicke mal hier den Speicher durch. Hier ist zum Beispiel mal unser Franzose auf Langwelle. Vendredi midi, le Conseil des ministres, ça c'est déjà vu d'ailleurs, voilà. Un Conseil des ministres convoqué quelques heures seulement après l'annonce du gouvernement. Der geht. Jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal auf die, weil da ist meistens auch ein Sender. Die 15.200. Mit den Steps mal zurückgehen. Da kommt was. Wie gesagt, hier kann man das dann alles abstimmen am Drehkondensator. Aber ihr seht schon, ja, die AM-Sender sind hier für das Gerät nicht besonders geeignet. Also für Rundfunkhörer weniger gedacht. Aber für alles andere, SSB, CW, RTTY und Wetterfax einwandfrei. Und da werde ich euch jetzt auch mal jetzt mal kurz was zeigen, was ich damit jetzt schon empfangen habe.
So, ihr habt gesehen, ja, damit geht einiges und auch ohne Probleme und auch in einer wirklich guten Qualität. Jetzt habe ich hier wieder die Seite geöffnet, ja, die Internetseite vom Klaus, wo er jetzt seinen RX-Empfänger hier für Lang- und Kurzwelle, einfacher Direktmischempfänger für Lang- und Kurzwelle vorstellt. Ist teilweise noch in Bearbeitung, steht zumindest hier. Aber hier findet ihr wie immer detaillierte Baupläne, auch mit Bilder, ja, mit Layout, mit Bauteileliste. Und ja, der Klaus hat auch an einem ja, passenden Gehäuse nicht gearbeitet, aber gesucht. Und ja, das gibt es soweit bei Völkner, gibt es das. Ich habe mir das auch schon mal bestellt, das Gehäuse. Und ich werde das da auch noch einbauen. Das ist hier dieses schwarze. Und ja, mal gucken, ob der Klaus vielleicht hier diese Aufkleber irgendwo herbekommt. Aber das müsst ihr dann mal alles sehen und erfragen. Wie gesagt, hier die Bauteileliste auch zu finden. Wichtig ist, ihr müsst einen Großteil selber haben oder selber beschaffen. Sollte irgendwas absolut nicht zu bekommen sein, dann, wie gesagt, könnt ihr Klaus da nochmal eine E-Mail schreiben, ob er vielleicht behilflich sein kann. Aber ihr könnt jetzt nicht verlangen, dass er alles liefert. Also er liefert keinen Bausatz oder ähnliches, ja. Und das ist ganz wichtig. Hier ist nochmal genau detailliert aufgeführt und ich würde euch auch empfehlen, den Text hier wirklich zu lesen. Die Vor- und Nachteile des Direktmischprinzips und ja, wofür dieser Empfänger geeignet ist und für was nicht. Ihr seht hier bei allen Stationen ist dagegen die Einstellung auf den Schwebungs 0 erforderlich, was in der Regel eine qualitativ nur wenig zufriedenstellende Empfangsqualität ergibt. Das habe ich halt auch schon gemerkt, deswegen habe ich euch ja auch vorhin gesagt, für AM-Sender ist dieser RX nicht unbedingt geeignet. Es geht, ihr habt es gehört, man kann das auch verständlich, ja, hören. Aber wer jetzt gute Qualität will, was AM-Radiostation betrifft, der, für den ist das Gerät wirklich nichts, würde ich sagen. Aber alles andere geht, ihr seht es ja. Und ja, lest euch genau hier den Text durch, damit euch klar ist, was euch auch erwartet. Ja, der abstimmbare Oszillator, der geht jetzt hier bis 100, von 100 Kilohertz bis 160 Megahertz. Also der abstimmbare Oszillator, Entschuldigung, Isolator, Oszillator und ja, eine feine Sache, funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, erwartet nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das Teil ist schon super. Ja, ich werde euch den Link der Webseite hier natürlich wieder in die Videobeschreibung setzen vom Klaus. Und dann will ich einfach mal hoffen, dass ihr genauso viel Spaß habt bei dem mit diesem Teil wie ich. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich habe darüber ja auch schon einiges auf in meiner Facebook-Gruppe gepostet. Die Resonanz war immens groß. Ich glaube, allein durch die Facebook-Posts hat der Klaus schon sehr viel E-Mails und ja sehr viel Zuspruch bekommen für sein Uni RX. Und ja, es ist immer wieder natürlich auch schön zu sehen, dass die Leute das gerne annehmen, ja, was man da entwickelt hat. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Abonnement sehr freuen. Über einen Daumen hoch auch. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommt ja noch einiges. Ich bin momentan ja an mehreren Baustellen sozusagen gleichzeitig dran. Dazu zählt eine Q100 Ground Station, also für TX und RX und so weiter und so fort. Und ja, aber ich wollte gerne diesen Empfänger von Klaus mal zwischendurch vorstellen, weil der ist wirklich klasse, gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich bin froh, dass ich ihn jetzt hier zusammen habe. Und den gebe ich auch so schnell nicht mehr her. Gut, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.